Triff keine Entscheidung, die du später bereuen wirst. Wenn du die Firma meinst, kannst du deinen Atem sparen. Ich habe einen Käufer gefunden. Der Vertrag ist so gut wie unter Dach und Fach. Fabian? Da bist du ja. Das ist so romantisch. Du? Guten Abend, Herr Brandner. Lars, was treibt Sie hier so spät? Was Wichtiges? Guten Abend. Guten Abend. Herr Trinkner hat mich vorhin angerufen. Wunderbar, der Nachholtermin für den Kaufvertrag. Ich schaue eben in meinen Terminkalender. Herr Brandner, er hat kein Interesse mehr an der Firma. Als Susannes Auftritt, vorhin bei unserem letzten Treffen, hat ihn wohl verunsichert. Wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle? Ein Käufer her? Arno, vielleicht solltest du die Absage von diesem Trinkner positiv sehen. Ja, sozusagen als Wink des Schicksals. Matthias, wir beide sind durch mit dem Thema. Nein, eben nicht, noch nicht. Arno, komm, mach dich nicht unglücklich. Diese Firma ist dein Leben. Misch dich bitte nicht ein. Es ist meine Entscheidung, dabei bleibt es, ja? Ja, ich find's nur, es tut mir leid, wenn du jemand anderen erwartet hast. Nein. Ich meine, ich habe überhaupt niemanden erwartet. Und schon gar nicht sowas. Gefällt's dir denn trotzdem ein wenig? Ja, klar. Ist total schön. Darf ich mal durchgucken? Deswegen steht's da. Ich wollte dir was zeigen. Aber Vorsicht, nicht berühren. Ich hab's genau fixiert. Der große helle Stern? Ja, das ist ein ganz besonderer Stern. Er heißt Judith. Judith? Ich wusste gar nicht, dass es einen Stern mit meinem Namen gibt. Das konntest du auch gar nicht wissen, weil ich habe ihm erst heute deinen Namen gegeben. Und hier im Paragraph 4 sollten wir unbedingt noch die Zahlungsmodalitäten präzisieren. Sebastian? Hm? Paragraph 4. Strenge Limitierung der Gedanken an eine gewisse Lydia. Entschuldigung. Ist ja eigentlich auch schon fast Feierabend. Als Chefin, da vergisst man manchmal, dass es auch so etwas wie Privatleben gibt für Mitarbeiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was mit Gregor angefangen hat. Hat sie doch längst. Gestern Abend hat sie bei ihm gepennt und heute flirtet sie schon wieder mit ihm rum. Dabei will dieser Gigolo sie doch nur ausnutzen. Wollen wir noch eine Kleinigkeit essen? Nee, lass mal. Ich bin heute nicht mehr gesellschaftsfähig. Außerdem, du hast noch zwei kleine Knirps, um die dich kümmern musst. Das stimmt. Wenn ich mich beeile, dann könnte ich sie sogar noch ins Bett bringen. Ja, auf was wartest du? Hau ab. Ich übernehme die Rechnung. Bis morgen. Handelt man so einen alten Stammgast? Es tut mir leid, Anweisung der Chefin. Bitte begleichen Sie erst Ihre Schulden. Ich muss Sie bitten. Pfoten weg, Angelina. Moment. Ich übernehme seine Rechnung. Glaubst du, Arno überlegt es sich mit dem Verkauf doch noch mal? Schon möglich. Was weiß ich. Lydia. Hi, Märchen. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich habe euch doch extra auf dem AB gesprochen. Außerdem bin ich ja wohl alt genug. Hast du Sebastian noch getroffen? Wüsst du nicht, was dich das angeht? Lydia, deine Mutter hat dir nichts getan. Mir vielleicht nicht. Ich habe übrigens ein Zimmer in einer WG. Das ging ja schnell. Ja, die Stimmung hier ist einfach nur noch zum Kotzen.
dass sich die Schneider so anstellt wegen der paar Kröten. Dabei hat die schon mehr als genug an mir verdient. Trotzdem, vielen Dank. Ich geb's dir die Tage zurück. Vergiss es einfach, okay? Du willst nicht mit mir reden, aber du zahlst trotzdem meine Drinks. Wieso? Ich hab dir viel zu verdanken, Adrian. Das hab ich nicht vergessen. Und ich dachte schon, du hältst mich für ein komplettes Arschloch. Wie du dich gegenüber den Lahnsteins verhalten hast. Wer ständig andere abzockt, der darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann selbst auf die Fresse fliegt. Mach's gut. Aber Arno, ist das denn so tragisch, dass dieser Käufer abgesprungen ist? Ich meine, du hast doch gar keinen Grund, jetzt so zu drängen. Schei, du weißt doch, wofür ich das Geld brauche. Aus dem Verkauf von... Brandner Bau. Frau Schneider, ich hätte gerne noch einen Kaffee. Ja. Ich denke, aber Elisabeth sieht das anders. Elisabeths Meinung dazu interessiert mich nicht. Außerdem gibt es noch andere Gründe für einen Verkauf. Weißt du, ich habe mein Leben lang geschuftet. Es gibt noch ein Leben nach der Arbeit, oder? Danke fürs Nachhausebringen. Ja, ist doch kein Akt. Das mit dem Stern und dem Herz eben. Also sowas Romantisches hat noch nie jemand für mich gemacht. Dann wird's höchste Zeit. Sehen wir uns morgen? Ich habe morgen viel zu tun. Aber ich rufe dich an, okay? Ja, klar. Sie ruft mich an. Ui, da sieht einer nur noch Sterne. Ihr wisst Bescheid? Ja. Woher hätte Konstantin sonst wissen sollen, wo er dich im Park abfangen kann? Und? Hat der Meteorit eingeschlagen? Ja, zumindest besser als die Wasserwaage, oder? Romantische Überraschungen sind eben nicht Fabians Ding. Ui, Konsti liegt wohl ganz weit vorne im Wettrennen um das Herz unserer Mitbewohnerin. Was für ein Wettrennen? Da läuft nur einer. Der andere hat anscheinend aufgegeben. Nach einem kompletten Fehlstart. Der Name ist Judith Hagendorf. Und das klappt wirklich heute noch? Bestens. Nee, einfach nur von Konstantin, das reicht. Vielen Dank, auf Wiederhören. Klingt nach einer Überraschung. Genau. Dein Tipp war Gold wert. Was denn für ein Tipp? Dass ich bei Judith das volle Romantikprogramm fahren soll. Wie kannst du jetzt schon wissen, dass du Erfolg haben wirst? Weil sie der erste Teil meiner Überraschung bereits aus den Socken gehauen hat. Gratuliere. Okay, am Anfang dachte ich, shit. Ich habe sie nach draußen in so einen Park gelotst und, naja, sie dachte, ihr Ex hat alles für sie vorbereitet. Und wie hat sie dann auf dich reagiert? Eben. Sie war total enttäuscht. Aber dann kein Wort mehr über Fabian, den ganzen Abend nicht. Nichts. Und habt ihr euch? Nee, hab ich dir das nicht erzählt? Ich hab sie schon mal geküsst, einfach so ganz spontan und es kam nicht wirklich gut an. Deswegen, ich lasse es jetzt lieber ganz langsam angehen. Na, wenn du die Taktik durchhältst? Das ist keine Taktik. Es ist doch schön. Es gefällt mir gut, wenn sich alles ganz langsam entwickelt. Und der Abend gestern, der war perfekt. Bist du echt zu beneiden? Aber ich gönn's dir. Dann hoffe ich mal, dass der Ex-Freund nicht doch wieder in die Quere kommt. Der totaler Lappen. Außerdem hat er sich schon seit über einer Woche nicht mehr bei ihr gemeldet, obwohl er wirklich was gut zu machen hätte. Und noch dazu ist er total unromantisch. Also von daher, wenn du mich fragst, ich habe wirklich, ich habe ganz ehrlich ein sehr gutes Gefühl. Morgen. Morgen. Fabian möchte lieber oben bleiben.
Kann ich gut verstehen. Wann hast du eigentlich vor, umzuziehen? Sobald ich beim Jugendamt freikrieg für den Umzug. Das verlogene Getue hier trage ich keinen Tag länger. Lydia, es reicht langsam. Ja, mir auch. Was ist hier eigentlich los? Die letzten Tage? Oh nein, ihr müsst nicht mit mir reden, wenn ihr nicht wollt. Habt ihr ja bisher auch nicht getan. Katja und ich, wir machen momentan eine schwierige Phase durch. So, eine schwierige Phase. Und was ist? Braucht ihr Geld? Gefällt euch mein Haus nicht mehr? Ich hab mit einem anderen Mann geschlafen. Du hast was? Seitdem pennt Papa auf dem Sofa. Verdammt! Wie Katja und ich mit dieser Situation umgehen, geht niemandem was an! Kapierst du jetzt, warum ich hier raus muss? Ich verdiene immer noch fast so viel wie eine Spülhilfe. Das, obwohl ich deine beste Kellnerin bin, die du jemals hattest. Also gut, ich denk drüber nach, du weltbeste Kellnerin. Schön, dass du kommst. Viel Zeit habe ich nicht. Ach komm, für ein kleines Essen reicht die Zeit doch, oder? Hast deine Uhr verlegt? Ich habe ein paar Wochen, um sie wieder auszulösen. Komm. Wie geht's denn deinen Schwestern? Ich habe schon länger nichts mehr von ihnen gehört. Du hast mich doch nicht hergebeten, um mich nach meinen Schwestern zu fragen. Durchschaut. Also? Ich habe da einen Deal an der Angel, der mir aus dem Gröbsten raushelfen würde. Und dafür brauchst du eine Anschubfinanzierung. Du bist meine letzte Hoffnung, Sebastian. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Seit dem Tod deines Vaters, ich meine, ich hab euch doch auch immer unterstützt, wo ich konnte. Wie viel? 1,2 Millionen. Wo soll ich denn so viel Geld hernehmen? Ach, Matthias. Wegen Katja. Ich weiß genau, wie man sich als betrogener Ehemann fühlt. Weißt du, die letzten Wochen, ich war nicht immer sehr gerecht zu dir, ich weiß. Also, lass uns den Streit begraben, ja? Wegen des Kredits von Elisabeth. Ich meine, wir Gehörnten müssen doch zusammenhalten, oder? Okay. Inzwischen kann ich mir sehr gut vorstellen, wie alles gelaufen ist. Katja hat dich überredet, mir das Geld unterzuschieben, habe ich recht? Wie kommst du denn darauf? Matthias, du bist ein so durch und durch anständiger, ehrlicher Kerl. Ich frage mich, wie es weitergehen soll, Fabian und du. Wohnt ihr weiterhin bei mir? Weiterhin? Naja, ich meine, wenn sie jetzt auszieht. Na Moment. Ich habe noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Willst du dir noch länger von ihr auf der Nase rumtanzen lassen? Niemand tanzt mir auf der Nase rum. Katja bereut zutiefst, was sie mir angetan hat. Wenn dir das reicht. Wir sind jetzt seit über 20 Jahren verheiratet. Sowas schmeißt man nicht einfach weg. Ich liebe Katja immer noch. Naja, sie hat's ja wohl offensichtlich weggeschmissen. Junge, sei doch nicht so blind. Im Gegensatz zu dir weiß ich noch, dass wir nur Menschen sind, die auch mal Fehler machen. Nein, Arno. Der Blinde von uns beiden bist du. Voller Wut und Verbitterung. Ja? Hey. Hey. Hast du einen Moment? Ja, sicher. Was gibt's denn? Ich spiele mit dem Gedanken, ein Geschäft zu investieren. Dafür bräuchte ich eine gewisse Summe. Mhm. Wäre das auch was für die Firma? Ist eine eher ungewöhnliche Idee. Ich würde das Ganze lieber unter eigenem Namen aufziehen, um den Ruf der Landstein Holding nicht zu riskieren. Hm. Klingt ja spannend. Um was geht's? Ist noch nicht ganz spruchreif. Du scheinst ja genauso abergläubisch zu sein wie Vater. Der hat auch nie über ungelegte Eier gesprochen.
Ich kann dich schon verstehen. Ein Darlehen ohne detaillierten Businessplan ist ja auch eher... Sebastian, ich vertraue dir und deinen geschäftlichen Fähigkeiten. Außerdem gehörst du zur Familie. Klar, dass ich dir helfe. Wie viel brauchst du? 1,2 Millionen. Hm. Ambitionierte Geschäftsidee, hm? Ich sag der Buchhaltung Bescheid, dass sie dir den Betrag überweisen. Und falls du doch noch eine Beratung oder Tipps brauchst, dann... Danke, wird nicht nötig sein. Was ist das denn? Und Fabian, ist diesmal eine Messlatte? Werden auch alle naselang auf der Baustelle verlegt. Was ist ein Bäcker ohne Brötchen und eine Flötistin ohne ihr Flötchen? Ich schreibe dir dieses Gedicht, denn es dir sagen, das kann ich nicht. Du bist so zum Entzücken. Ich möchte dich beglücken. Beglücken, so, so. Liebe Judith, ich weiß, dass du auf Romantik stehst. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, dass meine Idee mit der Wasserwaage wohl ziemlich daneben war. Dies hier sind meine erbärmlichen Versuche, dir ein Gedicht zu schreiben. Wie du siehst, kriege ich es einfach nicht hin. Sorry, ich bin nun mal mehr der pragmatische Typ. Meinst du, du könntest trotzdem damit leben? Liebesgrüße, Fabian. Ach, ein Präsentationstermin. Hör mal, da wäre doch ein Buffet eigentlich viel schöner als ein gesetztes Essen, oder? Ja, da hast du recht. Das ist eine gute Idee, ja. Ja, machen wir das so. Hallo, Arno. Hallo, Arnold. Ich habe gehört, dass der Käufer von Brandnerbau abgesprungen ist. Das tut mir aufrichtig leid. Ja, es wird sich ein anderer finden. Möchtest du nicht noch einmal darüber nachdenken, die Firma vielleicht doch zu behalten? Oh Gott, da treffen sich die Richtigen. Schön, dich zu sehen. Und weshalb sollte ich die Firma behalten? Nur damit du dich in der Genugtuung badest, dass ich weiterhin dein Schuldner bin? Arno, bitte, das hatten wir schon so oft. Wir werden eine Lösung finden, mit der du leben kannst. Nein, Elisabeth, wir finden gar nichts. Du und deine Blaublüte, ihr werdet jeden Cent zurückgehalten. Arno, bitte, komm. Entschuldigung, Schatz. Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Ja, darf ich? Herr Schneider, Brandner hier. Nun, wie stehen meine Sachen? Hören Sie, Lars, ich will auf jeden Fall verkaufen. Wenn es sein muss, lassen Sie den Preis nach. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der die übrigen Konditionen akzeptiert. So schnell wie möglich. Bitte. Du? Das ist ja fast wie in guten alten Zeiten. Aber, Tanja hat ja auch schon gewohnt, oder? Ja, das ist der Dame, aber mittlerweile nicht mehr fein genug. Die hat sich in irgendeinen Luxusschuppen einquartiert. Naja, ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Und solange du dir es noch leisten kannst? Gönn mir die kleine Illusion. Ich habe dem Besitzer hier mal einen guten Deal vermittelt. Aber in ein paar Tagen ist hier für mich auch Schicht. Was führt dich hierher? Du kriegst das Geld. Ist nicht dein Ernst. Kompliment? Carla muss eine hohe Meinung von dir haben. Na, war doch klar. Wer sonst gibt dir ohne Sicherheiten so einen Haufen Kohle? Was hast du dir denn erzählt? Tut nichts zur Sache. Jetzt lügst du sogar schon für mich. Aber sonst hätte Carla den Zaster wohl kaum rausgerückt. Nur damit wir uns richtig verstehen. Du kriegst das Geld. Aber auf keinen Fall für irgendwas Illegales. Nein, nein, natürlich nicht. Ich bin ganz brav. Die Investition ist grundsolide und auf die Rückzahlung samt Zinsen musst du auch nicht lange warten. Du weißt doch, Geschäfte mit mir lohnen sich immer.
Außer vielleicht bei Babymilch. Hi. Hi. Ach, lasst euch von mir nicht stören. Und, wie lief's mit deinem romantischen Sternenheld? Jetzt kommst du durch die Ziellinie. Fabian hat versucht, mir ein Gedicht zu schreiben. Er hat's versucht. Er hat mir ein Päckchen mit all seinen Entwürfen zugeschickt. Zig zerknüttelte Zettel und dabei lag ein Brief, in dem er sich dafür entschuldigt, dass er nichts Poetisches auf die Reihe kriegt. Ist das nicht süß? Ja, das ist süß. Wolltest du nicht eigentlich einen echten Romantiker und keinen gescheiterten? Ihr kapiert gar nichts. Doch, dass immer noch zwei im Rennen sind. Ja, und die Nummer eins hat heute das hier für dich abgegeben, der Konstantin. Oh, eine Urkunde. Für den Stern Judith. Konstantin hat ihn mir geschenkt. Wie süß ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall süßer als eine ganze Kiste fast fertig geschriebene Gedichte, oder? Oder vielleicht doch nicht? Ich habe keinen Schimmer. Nadek! Weiter rüber! Arno, hast du mal einen Moment? Ja, was ist denn schon wieder? Ja, gut so, gut so! Der Architekt will hier noch eine Mauer einziehen. Was? Der kann doch nicht schon wieder im letzten Moment alles umschmeißen. Ja, das musst du mir nicht sagen. Matthias, du musst aber auch einmal im... Brandner? Lars Schneider hier. Ich habe Neuigkeiten. Ah, Lars! Ja, haben Sie einen Käufer gefunden? Sieht so aus. Ein Herr Wenzel. Er hat unser Inserat im Netz gelesen. Wer? Wenzel? Nie gehört. Preis und Kaufbedingungen sind okay für ihn. Soll ich einen Termin vereinbaren? Ja, natürlich. So schnell wie möglich. Danke, Lars. Auf bald. Ich hatte gehofft, du hättest dir es nochmal anders überlegt. Für dich ändert sich nichts. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Herrgott, Arno, das hast du mir 100.000 Mal erzählt, ja. Aber was ist mit dir? Bedeutet dir Brandenbau gar nichts mehr? Ja, Brandner Bauer ist die Firma. Mein Strohmann vereinbart gerade einen Kauftermin. Über die Klauseln des Kaufvertrages machen Sie sich mal keinen Kopf. Die biege ich mir schon hin. Ist ja nicht die erste Firma, die ich zerschlage. Hm? Ja, genau. Sie schlachten aus, was Sie kriegen können, und wir verscherbeln den Rest. Bis nichts mehr übrig ist von Brandner Bau.